Freunde des einstigen Motorradherstellers Hecker trafen sich am Wochenende auf dem Dörnberg. Und Organisator Konrad Hecker trägt sogar den Namen der Marke. Zufall? Ja, mein Name Hecker hat nichts mit dem Fahrzeugfabrik zu tun. Der Firmengründer Hans Hecker hatte nur 3 Töchter, die heute, deren Nachkommen heute auch hier sind und über die Geschichte der Motorräder zur eigenen Familiengeschichte zurückgefunden haben. Und was macht die Leidenschaft für die Oldtimer aus? Der Reiz dieser Fahrzeuge liegt darin, ein Scheunenfund, wie Sie ihn hier in diesem blauen Motorrad, einem Typ K250 Einzylinder, sehr selten, Baujahr 1953, sehen, um die Restaurierungsarbeiten so abzuschließen, dass das Fahrzeug im neuwertigen Zustand erscheint, wie hier nebendran zu sehen. So top in Schuss machten die Fahrten durch die Region dann auch gleich doppelt Spaß.